Touristenmagneten im Mittelmeer wird die Ravello-Woche fortgesetzt. Die jährlichen Feierlichkeiten werden zu Ehren von General Sebastiano di Ravello abgehalten, dem de facto Staatsoberhaupt von Medici. Aber Berichte über Menschenrechtsverletzungen hält General Di Ravellos eiserner Griff. Pressekonferenz mit General Di Ravello persönlich. Ich kann nicht untätig herumsitzen. Das ist doch ein Riesenhaufen Scheiße. Glaubst du dem Kerl etwa Rico? Ankunft bei LZ, 4 Minuten. Morgen Sonnenschein. Aufwachen, Rico! Showtime. Sheldon, wo ist das gute Zeug? Oh Mann, wenn ich das wüsste. Scheiße, vielleicht gibt's überhaupt kein gutes Zeug. Ist das für die Rebellen? Oder ist es für die Ravello? Ich weiß auch nicht. Ist schwer, den Überblick zu behalten. Seit Panau hat sich also nichts geändert. Oh, da kann man halt nichts machen. Weißt du, Sebastiano di Ravello sitzt auf einer Tonne Bavarium. Und das macht ihn zum allerbesten Freund der Agency. Das war mal meine Heimat, Sheldon. Tja. Dann genieß deine Heimkehr, mein Junge. Und vergiss die 45er nicht. Also, du triffst dich mit deinem Freund, oder? Mario, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Gut, gut. Noch 2 Klicks zur Landezone. Das hier sieht gut aus. Und jetzt? Was hast du denn vor, Junge? Ich würde sagen, was Subtiles. Und auf geht's! Wünsch mir Glück! Warum? Das hast du doch noch nie gebraucht! Verdammte Scheiße! Das ist eine verdammte Schießbude da unten! Schieß zurück! Zerstör die Batterie schnell!
Edgar! Bist du das? Si, ich bin's! Mario? Oh, Amigo! Ich könnte hier Hilfe brauchen! Komm hier rauf und hilf mir! Und beeil dich! Fertig! Ja! Ich wette, ihr habt nicht mit Rico fucking Rodriguez gerechnet!